Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr alle Videos, die ich mit den Gabeln gemacht habe, auch auf dem Board machen könnt. Das ist ganz einfach und lässt sich super übertragen. Also jede Anleitung, die ich mit den Gabeln gemacht habe, könnt ihr ganz einfach auch auf eurem Board machen. Dafür habe ich das Board einmal komplett auseinandergebaut und ich zeige euch jetzt, wie ihr es zusammenbaut, damit ihr auch die Anleitungen alle übertragen könnt. Also ihr nehmt euer Board und baut es einmal auseinander komplett und dann baut ihr es wieder zusammen, so dass die Reihen nebeneinander liegen. Also sie sind nicht versetzt, sondern liegen jetzt alle nebeneinander. So. Also alles auf einer Höhe, alle Pins sind auf einer Höhe. So sieht das Ganze dann aus. Und die Pins stehen jetzt genauso wie die Gabeln nebeneinander. Ich kann jetzt hier abzählen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und das hier sind die vier Pins, die den vier Zinken meiner Gabel entsprechen. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 und dann hier auch 1, 2, 3, 4 und hier auch 1, 2, 3, 4. Die Form ist zwar ein bisschen anders und die Pins stehen auch hier weiter auseinander und in der Mitte näher beieinander. Aber das Prinzip ist ganz genau gleich und lässt sich ganz genauso arbeiten. Ich zeige das zum Beispiel einmal, wenn ich bei meinen Gabelvideos mit einem Gummi über 8 anfange. So, also auf X gespannt, kann ich das ganz genauso machen, auch auf den Pins hier. Einmal so spannen und dann nehme ich das Gummi und spanne es auch hier einfach auf 8. Gespannt und das funktioniert ganz genauso. Und dann kann ich auch hier abloben, ich kann hier Gummis drüber spannen und wenn ich zum Beispiel bei Videos die beiden mittleren parallel benutze, wenn ich also nur drei Zinken brauche eigentlich, aber auf der Gabel 4 habe, seid ihr auf dem Board noch flexibler, dann reicht es nämlich, wenn ihr einfach drei Pins benutzt. Und zum Beispiel beim Triple Single oder beim Triple Fishtail könnt ihr einfach nur drei Pins benutzen. Und dann funktioniert das Ganze ganz genauso wie auch auf der Gabel. Das Ganze wird dann ganz genauso gearbeitet. Und das Armband kommt dann hier an der Seite heraus. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ihr könnt euch jetzt alle Videoanleitungen von der Gabel genau auf den Loom übertragen. Es gab viele Fragen dazu und auch immer wieder Wünsche, dass ich mehr Sachen auf dem Loom mache. Und ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, dass das ganz genau einfach zu übertragen ist und ihr jede Anleitung von den Gabeln auch für den Loom benutzen könnt. Wenn ihr sonst noch Wünsche oder Anregungen für uns habt, schreibt uns einen Kommentar und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Und wenn ihr mehr von unseren Anleitungsvideos sehen möchtet, dann abonniert unseren Kanal. Und bis zum nächsten Mal.